Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mando Blade Warband Flory's Mod. Wir machen heute diese Quest mit den Banditen und tun noch andere Banden töten, damit wir ein bisschen stärker werden. Da oben sind sie ja 31. Okay. Wie ihr wünscht. Jetzt getroffen. Nein, da nicht. Das ist du nicht. So, na gut. Dann mal Angriff. Die Frauen sind auch hier. Trossfrau, okay. Ah, einer ist tot, gut. Einer ist von uns tot. Diese Fluste, das ist Wahnsinn. Greift doch mal an, bitte. Ihr müsst angreifen. Nicht mit dem Bogending. Angreifen, komm schon. Ist neu tot. Noch ein paar Leben. So, wir haben so viel Verluste. Was ist denn das für eine schlechte Quest gewesen? Mano. Das sind alle Quests hochlevelig, bekommen 80 Dinare. Wow, was ist denn das für eine Mod? Ich gehe wieder weg. Ich bin noch nicht lebensmüde. Jetzt geht nach oben und greift an. Hopp. Feuer einstellen. Fertig jetzt. Alle. Hopp. Greift sie an, ihr Nudeln. Ihr Knudeln. Ah, Banduk. Voll der Banduk kaputte. Oh mein Gott, ist das FDA. Ja, sicher. Ja. Angel. Ja, nur gut, also die Einheit müssen wir jetzt noch nicht behalten. Ich mache jetzt. Na, ihr beide, ich will jetzt nicht schon wieder laden. Gott, oh Gott, was ist denn das gewesen, hey? Zuerst die Einheitenanzahl und dann noch so extrem gut gepanzert. So. Nein, wir lassen das nicht zu. Hast du eigentlich etwas Bier gesoffen? Trotzfrau, komm. Ja. Dann kommt die. Oh mein Gott. So.
Das ist ein Reisender, der schank wird. Hast du etwas Gutes für mich? Nein, sicher nicht. Streich die Bestellung. Oh mein Gott, was ist denn los? Ich habe bei vielen Taten gehört. Ich habe diesen Banditen die Strafe erteilt, die sie verdient haben. Ihr seid wirklich so gut, wie man sagt. Hier ist euer Lohn. 90 Dinar. Ich würde euch gerne mehr geben, aber diese Banditen haben mich fast in den Ruin getrieben. Okay, Auftrag. Also Krieg zwischen Rodok und Sultanat und die Leute haben Angst, die Stadt machen sie Ding und okay, ihr habt recht, wer kann diesen ersten Namen aufhalten? Man hat versucht, die beiden Seiten miteinander zu versöhnen. Mächtige Fürsten, wer sind diese Kriegstreiber? Matthias von Republik Rodox und Sheikh Dashwa von Seinsüden. Bis sie nicht entweder zu vernünftig oder nur ihr Einfluss ein bisschen zwischen beiden zu einer Chance für Frieden gibt. Wie kann die Situation geändert werden? Nein. Da kann man nichts machen. So, der Marktplatz möchte. Ich möchte gerne auf dem Marktplatz ein paar der Sachen verkaufen. So. Die anderen Sachen muss ich mal anschauen. So. Ich möchte gerne hochstufen. So, du lasst uns über Bücher sprechen. Okay, dann nicht. So, was haben wir? 26, 20, das ist okay, das kannst du. So. Dann den Helm. Die Schuhe sind besser. Sieht man nicht, dass sie besser sind, aber 22, das ist gut. Okay. Fähigkeiten. Das haben wir Stärke gesagt. Hier haben wir Eisenschwarte gesagt. Und hier Einhandwaffen. Ja. So. Und uns Hochstufen auch noch. Hier eins und hier eins haben wir gesagt. Da machen wir ja Waffenmeister hoch. Vorratshaltung. Gefangenenhandhabung und Trade. Und hier Bogenschießen, bis es nicht mehr geht. Und Stangenwaffen bringt es jetzt nicht hoch zu machen. Und Einhandwaffen. Okay, zwei Handwaffen auch. So. Nach Verlusten Bandit. Wieso habe ich kein H? Okay, ist egal. So. Gut. Ja, dann müssen wir Banditen jagen gehen. Mal schauen, ob wir jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Nee, nicht Deserteur. Nein, nicht. Hilf mir mal, du da. Greif sie an. Ah, sie hauen ab. Greif sie an, greif sie an.
Greif sie an. Ach, schade, Mann. Ihr seid so Feiglinge. Da möchte ich mich mal fragen. Ein Söldner. Darf ich mein eigenes Banner führen? Schade. Als Landknecht. Was ist Pflichten als Landknecht? Verpflichtungen, es gibt nur einige wenige und keiner von ihnen ist schwieriger Natur. Zuerst müsst ihr unsere Sache die Treue schwören. Danach müsst ihr bestimmte Verantwortung übernehmen. So zum Beispiel werdet ihr an Feldzügen teilnehmen und alle Aufträge erfüllen, die ihr von euren Anführern erhaltet. Und natürlich müsst ihr die Feinde unseres Königreiches angreifen, wo immer sie es findet. Will ich Rotok momentan helfen? Rodok jetzt ist eigentlich noch recht gut. Ne, noch nicht. Ja. Vielleicht später dann. Ab du, Gravettchen. Hast jetzt noch eine Quest für mich? Nö. So, also dann gehen wir Banditen jagen. Ich hoffe, hier oben gibt es irgendwo ein paar freilaufende Banditen, die wir ein bisschen Ding angreifen können. Wieso hast du nur so wenig Truppen? Komm, nicht weiter reiten. Siehst du uns nicht? Wir sind zu wenig. Kurinas, wieso hast du so wenig Truppen? Hast du Krieg geführt und verloren? Na, da können wir gleich noch nach Valuka gehen. Ja, noch ein bisschen kommen. Ach Gott. Schenke. So, was haben wir denn hier? Frauenmiliz. Okay. Wir machen eine Frauen-Armee. Minensänger. Wir brauchen noch keins. Ich weiß nicht, ob Männer genug dafür sich interessieren. Wieso sind Würste hier? Habe ich da mal was verkauft? Scheinbar ja. Das ist immer noch hier, okay. Lol, blaues Gebände. Können das auch Männer tragen? Oh Gott. So, in der Burg ist jemand? Nö. Nur eine Frau, aber da brauchen wir ja nichts. Und die Musik ist ein bisschen rockig. Dorf bauen, oh, hier lebt aber nicht gerade sehr sicher, wenn wir nur mit 3 Leuten hier runterkommen. Also, mal schauen hier oben. Irgendwo in der Szene in der Nähe. Ist doch manchmal ein Räuberlager. Es ist überhaupt nichts hier. Wir
Weshalb ist hier nichts? Wieso rotten die Leute immer alles aus? Das ist nicht gut. Wenn ich mal ein eigenes Reich habe, dann lasse ich sie ein bisschen wachsen und dann tue ich sie mir schrittweise ein bisschen niedriger machen. Schauen wir mal hier irgendwo und wie ist es schon wieder? Es ist so dunkel. Ist doch Tag, also der Himmel ist hell. Was ist das Fundreim? Komm, lass mal. Hau nicht ab. Fest zu sehr. Essen. Nein. Verzeiht meine Jähzorn, mein Herr. Ich werde einen Brief überbringen. Was? Ist mir scheißegal. Ist mir jetzt scheißegal. Nein, ich will jetzt die Quest nicht schon wieder machen. Das ist gefährlich. Ja, du bist auch frech. Nein, ich will keinen Nordmänner angreifen. Okay, von mir aus. So, gehen wir mal nach Jalen, dann zeige ich euch das mit den Schiffen. Da unten ist der Hafen. Kauft ein Schiff, 50.000, okay. Das ist etwas für später, für viel später. Das ist der Buchhändler, der Aschig. Sei gegrüßt, noble Herren. Okay. Svobritr. Oh mein Gott. Die lokalen Preise. Nein, nicht. Ich will nichts wissen. Ach komm. $16, 21. In Barie. Nö. Das wollte ich nicht. Das sind alle negativ. Das ist noch recht geil. Eine Babuta, okay. Pferdehändler, das ist ja alles. Immer noch Steppenpferd. Geschwindigkeit 40. 36. 37. 40 Angriff. Nö. Okay, die Burg. Das ist wahrscheinlich niemand. Nö, nur sie. Hm. Also, wollen wir hier in Jalen? Wäre eigentlich besser als Jaikala. Dann besuchen wir mal doch kurz den Gildenmeister. Mit unserem Eselchen. Unser Esel ist so cool. Unser Esel ist so cool. Riesel ist so cool. Das ist so cool. So, wo ist der Gildenmeister, wenn man ihn sucht? Tja, da? Du bist doch der Gröse. Du bist doch hin. Doch, ja. Gildenmeister. Ein Auftrag. Ja, aber wir hätten das wahrscheinlich nicht schon. Okay. Das Lösegeld eben geben. Grundfisch dafür ein Produktionsgewerbe. Wir vertrauen euch.
Eine Brauerei, um das Getreide, Bier zu machen. Das wäre schon etwas Geiles. Eine Mühle. Pro Woche. Wollen wir? Ja. Okay, das Gewerbe wird bald mal produziert. Und jetzt machen wir mal die Quest. Ich muss dafür mal schauen, was hier steht. Peshmi. Wo ist denn Peshmi? Peshmi? Hä? Wo ist Peshmi? Okay, jetzt müssen wir suchen. Das habe ich noch nie gehört. Peshmi. Da, Peshmi. Ja, toll. Tja. Kann man nicht fliehen. Was machen wir jetzt? Ich hätte nicht dorthin klicken sollen. Gehen mal hier rüber. Am besten dort rüber. Angriff. Ja, die ist nicht so gut gepanzert, wie wir greifen jetzt mal an. Wir haben doch so gute Frauchen in der Armee. Danke fürs Killstealen. Ich wollte die Killstealer überall. Ist gestorben. Also man sieht es, die Einheiten, die noch nicht so hochgestuft sind, sind viel zu schwach für solche Überfälle. Aber die anderen sind recht gut. Frauenmilizen, okay. Eine Jägerin. Alle Frauen. Einstellen. So viele. Das reicht. Dann lasse ich frei. So, was haben wir denn? Eine gute Armbrust. Die nehme ich mit. Die trage ich. Die nehme ich mit. Schlachtaxt. Ja. Die trage ich.
Und die anderen nehme ich mal mit. Ich glaube kaum, dass die besser sind. Den Rest lasse ich mal. So. Ja, lasse ich das mal. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich das. So. Wow. Sehr schön. Und hier Krieger. Uns. Also wir die Stiefel, die wir haben. Cool. Stärke. Ja. Stärke und jetzt machen wir eins in. Taktiken. Nö. Tja, was bräuchten wir? Überzeugungskraft ist persönlich, ja. Nein, wir machen Trade, oder? Nein, das ist Trupp. Das bringt nichts. Überzeugungskraft. Und hier Bogenschießen wieder. Und zwei Hand. So. So. Da machen wir Speichern bei diesem Spielstand. Und gehen weiter. Ach, wieso sind Deserteure? Oder was das waren? Gebirgsbanditen. Die lassen wir mal. Ja, toll. Ja, haut ab. Wieso sind alle stärker? Wieso sind jetzt so viele Banditen hier? Das ist unfair. So, gehen wir mal nach Epnia. Brauchen ja nichts. Gut. Jetzt sind plötzlich Banditen hier und die sind ganz hoch. Also die haben viele Einheiten. Das ist unfair. Und ich habe Durst heute. Oh. Weil es so heiß ist. Sie konnten uns nicht bekommen. Sehr gut, sie jagen aber uns auch nicht. Schon besser. So, wir müssen zu dieser Stadt gehen. Ich hoffe, sie wird nicht gerade geplündert. Das ist Peshmi. Nein, es war nicht Peshmi, oder? Es war eine ähnliche. Was ist was, Peshmi? Nun gut, wir sehen es ja da. Hier geht's allen gut. Okay. Ich würde mich freuen, wenn die Banditen mal wirklich populär werden. Würden. Zwar nicht stark, aber vieles würden sein. Aber eben im Mod ist das so ein bisschen übertrieben. Also wir müssen nach Peshmi, denke ich mal. Oder was hier? Nein, das ist noch ein komplizierterer Name. Okay. Ich will aber nicht immer so weit reisen. Fehle ich doch Zeit. Ja. Also wohin müssen wir? Anmerkungen. Peshmi, ja. Wir müssen nach Peshmi. Und irgendwann mal wieder ein bisschen Geld verdienen, irgendwie. Kann man die dann aufrüsten, ne? Das ist ja die Mühle. Die Gebäude in den Städten. Hm.
Da sind die Banditen. Die werden wahrscheinlich angreifen. So, ey, pst. Schön mit euch Geschäfte zu machen. Freiwillige? Okay. 99 sicher nicht. Nehmt sie mit. Und wieder zurückgehen. Ja klar. Zuerst mal nach Alma. Oh mein Gott, was sind das für Scheißquests. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir doch irgendwie jemanden. Rolf. Okay, da ist er mit der komischen Geschichte. Okay, von mir aus, dafür habe ich dich. So. Marktplatz, Waffenhändler. Ich möchte gerne ein paar Sachen verkaufen, und zwar die schlechten schon mal. Könnte nicht viel bringen. So, das Ding möchte ich gerne wieder mitnehmen. Der Bolzen. So. Dann schauen wir mal den Trupp an noch kurz. Der Rolf geht nach oben. Der Rolf kurz anschauen. Ja, dann nimmst du die Armbrust, wenn du sie tragen kannst. Sehr gut. Das Schild? Nicht. 26. Beinschutz ist Stärke. Nein. 22, 24. So. Also. Du kannst es auch nicht tragen. 26, 21 plus 4, 22. Okay, das ist zu schwach. So, einmal Marktplatz verkaufen. So, und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Nächsten Park gehen wir zurück und jagen ein paar Banditen und so weiter. Schauen mal nach unserer Mühle und alles Mögliche. Also tschüss.